Ja, wir sind endlich angekommen in New Smyrna Beach nach einem langen Ritt über Berlin, Amsterdam, Orlando. Und dann haben wir gestern spät den Mietwagen abgeholt und sind Richtung Spring Hill Suites Hotel gefahren. Wir haben den Sam dabei, der hat mal für Berlin Tag und Nacht gespielt. Und wir haben die Jessie dabei, die hat mal für Köln 50667 gespielt. Und die beiden sind diejenigen, die in unserem Travel Battle hier gegeneinander antreten. Hallihallo, ich bin die Jessie. Das war jetzt deine Vorstellung? Ja. Ich darf nicht sagen, wie wir heißen. Nein. Ja, okay, na nochmal. Ich bin Sam. Was geht ab? Ich bin auf jeden Fall die Jessie. Ich bin 27 und komme aus der wunderschönsten Stadt von Deutschland aus. Köln. Berlin? Wow, das ist komplett falsch. Köln ist die schönste Stadt. Aber nein, Berlin ist die. Okay, erste Umfrage. Anfangen. Wer ist die schönste Stadt? Schreib's runter in die Kommentare. Ja, Köln natürlich. Nein. Ja, wir haben die Ehre, jetzt in Florida uns battlen zu dürfen. Ich besieg dich. Nein. Doch. Nein. Wenn wir kein Tanzbattle machen und kein Rap-Battle machen, dann besiege ich dich. Siehst du, schon zwei Talente mehr. Ja, wow. Dafür kann ich essen. Tennis spielen, Skifahren, kann man beides hier nicht machen. Essen kann ich besonders gut, das stimmt. Was kannst du noch so? Ich kann gut bumsen. Wow. Okay, Themawechsel. Ja. Ja, was machen wir heute? Ich habe keine Ahnung, was wir heute machen. Sag mal nicht. Ich glaube eigentlich, dass es gar nicht mehr so viel um die Battles gehen wird, sondern vielmehr darum, dass wir uns gegenseitig fertig machen werden. Ich mach dich aber süß fertig. Ich bin ja kein süß? Unmensch. Ja. Ich bin ein Unmensch. Wow. So viel kann ich sagen. Ja, aber das ist nur Welpenschutz, weil du so klein bist und so jung bist. Erstens, du bist kleiner. Zweitens, aber nicht du bist jünger. Kleiner. Ja. Siehst du? Ja. Wir haben diverse Challenges vorbereitet, auf die verschiedenen Tage verteilt und in denen spielen sie um Punkte. Und diese Punkte werden kumuliert als Spende an das NKR in Hannover gehen. Hier in New Smyrna Beach erwartet uns heute die erste Challenge und zwar geht es aufs Stand-Up-Paddleboard. Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden jemals auf so einem Ding standen. Ich hoffe persönlich nicht. Und ja, da werden die beiden eben gegeneinander antreten und da heißt es, wer als erster fällt, hat verloren. Hallo. Ich hab Angst vor Haien. So it's like little tiny sharks out there. Wenn es keine Haie sind, dann sind es Piranhas, Krokodile. Nee, ich hab echt Schiss, ich hab so Schwimmweste oder sowas. Also das ist eine ernst gemeine Frage. Nein. Also du wirst keinen bekommen. Hey Jessie. Ja bitte? Du bist ja eher, dass du so ein Lappen bist. Nee, ich hab echt Beschiss bei sowas. Mann, ey, kriecht das bis hier. Ja, und dann sind wir noch ein bisschen so rumgecruised auf den Boards und haben tatsächlich Delfine gesehen. Mega, mega cool. Baby-Delfine waren dabei. Ich glaube, wir haben 10, 20 Stück gesehen, die immer wieder aufgetaucht sind. Also ein tolles Erlebnis. Und Doug, unser Guide, hat das echt super gemacht. Du fängst an, oder? Ich habe 100 Punkte, mein Freund. Damit fange ich erstmal an. Scheiße, stimmt. Das ist das erste Spiel. Ich dachte gerade, ich führe. Nix. Püppchen, ganz kurz machen. Heute war der erste Tag. Ja. Also. Wie sagt man so schön, so wie der erste Tag beginnt, so endet auch der letzte Tag. Mhm. Ja. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall geht's dann los zum Spiel. Zur ersten Challenge. Und wenn man, also ich war super aufgeregt auf jeden Fall. Ich hatte mega Angst, wirklich Angst. Ja, wir wussten halt definitiv, dass es irgendwie irgendwas mit Wasser ist, weil wir sollten unsere Badesachen mitnehmen. Und da hat man sich halt logischerweise alles ausgemalt. Ne? Also, gehen wir jetzt auf Krokodilen reiten oder tauchen wir jetzt zusammen mit Einhörnern oder wie auch immer. Also da war echt alles drin. Ne? Und letztendlich standen wir dann beide auf dem Paddleboard. Genau, wir haben es vorher noch nie gemacht, beide noch nicht. Ne? Aber ich fand, wir haben es relativ gut geschlagen, oder? Das Witzige war, dass wir mit Boxhandschuhen da drauf standen. Ja. Ja. Das ganze Spiel war komplett getilgt.
Was war denn daran getilgt? Das war komplett, das war doch geplant. Die wissen, dass ich ein gutherziger Mensch bin. Die haben meine ganze Gutherzigkeit haben die ausgenutzt. Ich kann ihr doch keine reinhauen. Naja, ist so. Ja, ja, sicher. Und irgendwann ganz. Ich hab dir auch keine reingehauen, ich hab dich geschubst. Aha. Ja. Aha. Ich wollte dich auch nicht schubsen. Oh, das ist ein bisschen süß. Trotzdem hast du verloren. Merkt ihr diese Arroganz gerade? Ich platze gleich. Und dann hat's mir komplett gereicht. Und dann war wirklich Ende. Das ganze Spiel war eh für den Arsch. Ich konnte nicht schlagen, ich konnte nicht schubsen. Ich durfte nicht mal beißen, nicht kratzen, nichts. Dann hätte ich einen Schiedsrichter umgehauen. Deswegen habe ich auch verloren. Würde ich jetzt mal behaupten. Auf die Plätze. Fertig. Los! Also ihr Lieben, der Verlierer einer Challenge, der wird natürlich nicht ungeschoren davonkommen. Und deshalb haben wir mal eine kleine Strafe für den jeweiligen Verlierer vorbereitet. Und wir haben da etwas Kleines, und zwar sind das diese lieben leckeren Jelly Beans. Oh, die sind geil. Und ja, was sagst du jetzt? Aber die gibt es in verschiedenen Sorten. Und die haben verschiedene Farben und eine Farbe kann entweder sehr gut schmecken oder eben sehr scheiße schmecken. Ich kann dir mal so ein paar Beispielgeschmäcker vorlesen, die hier drauf sind. Also wir haben zum Beispiel, die grüne ist saftige Birne, aber wir haben auch faules Ei dabei. Hey Digga, wir waren gerade Burger essen, lass es doch davor machen, Mann. Nö. Saftige Birne oder nice Popel sein. Marshmallow oder Stinkwanze. Oder was? Oder Stinkwanze. Was? Stinkwanze? Hoffentlich hast du was Abartiges. Du, ich werde dich nie wieder gewinnen lassen, das weißt du ganz genau. Entschuldigung. Du kannst aber auch Glück haben. Grün. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. Grüne Bohne gibt's für dich. Saftige Birne oder Nasenpopel. Ich hab mehr Schiss vor dem Ding als vor der ganzen Challenge heute. Komm, so schlimm ist es jetzt nicht. Hast doch schon mal Popel gegessen, oder? Ich schwöre, nein, noch nie. Auf geht's. Los geht's. Hoffentlich was Schlimmes. Das ist Birne. Aber weißt du, die Challenge danach, da hat's wenigstens gerade, also weißt du, da hat man gemerkt, wer so ein bisschen erstens die Zicke ist und zweitens, wer einfach ein bisschen was in der Waffel hat. In welchem Jahr wurde New Smyrna Beach gegründet? Sam sagt, New Smyrna Beach wurde im Jahr 1801 gegründet. Und Jesse sagt, im Jahr 905. Ich habe immer bei Google nämlich gelesen, das ist die zweitälteste Stadt aus den USA. Ich schwöre, das stand da. Ich schwöre, dass es da stand. Ich hab, okay, ich hätte mich einfach mehr vorbereiten sollen, das stimmt, ja. Ich hab Angst. Schmeckt lecker. Echt? Mhm, nach Birne. Oh, Alter, das gibt's doch gar nicht. Könnt ihr beides im Glück Schmeckt echt lecker. Ja, der zweite gewesen. Schmeckt echt lecker. Ja, ich finde das Eis besser. Arsch. Ja, ich hab verkackt. Ich hab mich auch nicht vorbereitet. Ich hatte aber auch schon zwei Cocktail-Intos, das muss ich zu meiner Verteidigung Wann sagen. Wann wurde New Smyrna Beach gegründet? Ganz kurz, ich habe gelesen... Klar, 24 ich vor Christi. Ich hab nicht vorgesagt, du Spuckst Banane. Spuckst du mich noch einmal an, spuck ich zurück. Ach, sorry, hab ich dich angespuckt, es tut mir sehr leid. Entschuldigung, das wollte ich echt nicht, tut mir echt leid, sorry. Ich habe gelesen im Internet vorher, dass die zweitälteste Stadt in den USA ist. Na klar. Und steht im Internet, Google. Smyrna Beach, wer hat's erfunden? Dr. T-Rex oder was? Du bist auch Dr. T-Rex, mein Freund. Ja, habe ich echt gelesen. Ja, keine Ahnung, Mann, da war ich echt ein bisschen doof. Das ist ja nicht schlimm. Aber ich studiere auch nicht Geschichte, sondern Deutsch, von daher. Genau, Geschichte. Geschichte, mein Freund. Geschichte. Ja, knappe Geschichte war es am Ende, aber Sam hat die zweite Challenge für sich entschieden. Und damit geben wir mit einem Punktestand von 100 für Jesse und 50 für Sam in den neuen Tag. Und wir freuen uns auf die nächsten Challenges. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag Nummer 2 in New Smyrna Beach und auch heute haben wir wieder ein schönes Programm. Wir schmeißen uns heute nämlich wieder aufs Wasser, dieses Mal aber in die Kajaks. Let's go!
Naja, wir sollten festes Schuhwerk anziehen, war jetzt eure Aussage. Puh, keine Ahnung, vielleicht gehen wir Fußball spielen, ich weiß es nicht. Boah, ich würde es auch gerne wissen, wie Sammy schon gesagt hat, festes Schuhwerk, aber weiß nicht, Rally oder so? Stadtrally? Oh ja, vielleicht so Quadfahren oder so. Boah, Quadfahren wäre richtig gut. Quadfahren wäre richtig, richtig nice. Oder was gibt's denn noch? Also es ist nicht Quadfahren, kann ich sagen. Aber was hast du denn zu meiner Stadtrally gesagt? Auch hast du noch nichts zu gesagt? Ja, es ist auch scheiße. Nicht. Ist auch scheiße, okay. Vielleicht machen wir so ein Autorennen mit Lamborghinis und so. Boah, ja, das geht in die richtige Richtung. Was? Echt? Nein. Oh Mann, Alter. Ist das ein Typ. Kleinen Kajak-Tour. Wie fand er das? Ich fand's mega cool. Wir haben beide Seekühe. Okay, also mal kurz. Okay, ich verlasse die jetzt und dann versuche ich mal rauszufinden, was für ein Geschmack ist, okay? Oh, Digga, das ist ein Überräudiger. Ich muss kotze sein, also. Muss ich. Digga, ich hätte niemals gedacht, dass es so geschmackstreu ist. Boah, ist das räudig, Digga. Boah, ist das räudig. Willst du wissen, was es war oder hast du es geschmeckt? Nee, sag mal. Was tippst du? Kotze. Ja. Kotze. Oh. Challenge Nummer 3 und die heißt Let's Take a Picture. Wir haben Fahrräder für euch vorbereitet, Sam und Jesse, und mit denen werdet ihr gleich 45 Minuten durch New Smyrna Beach cruisen und bestimmte Fotos für uns schießen. Und ihr, liebe Zuschauer, dürft entscheiden, wer von den beiden das am Ende des Tages besser gemacht hat. Seid gespannt. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Foto mit einem Urlauber in Bikini-Badehose am Strand mit ein Tier, jemanden, der ein Foto von dir schießt, einen Arbeiter, ein Foto vor einem weißen Haus mit schwarzer Tür, einer Sehenswürdigkeit, ein Foto als Strandengel. Foto als Strandengel? Ein Foto als Strand. Nein, ein Strandengel. Einen Strand legen und einen Engel machen. Ach so. Ah. Boah, ich werde das Ding sowas von gewinnen. Ja, werden wir ja sehen. Ja, wirst du sehen, Alter. Kann nur geil werden, Digga. For the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should suffer, come, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands, and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yep, the champ is here, switch gears. Mega geil. Ich hatte leider keine Zeit. Ich habe voll den süßen Boy kennengelernt. Und dann waren wir gerade am Talken und dann habe ich nur Leo angeguckt und er so, ja, die Zeit. Und ich so, nein, die Zeit. Und dann muss ich gehen. Sehr geil. Und eine super Family habe ich getroffen. Und ein super süßes Hundefoto habe ich gemacht. Also super süßes Tierfoto. Mega, mega süß. Also wirklich, ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall. Ihr sucht jetzt beide die für euch besten 5 Fotos raus. Schickt sie mir und ich werde sie zur Abstimmung für eure Fans und America Limited Fans freigeben. Und wer am meisten Stimmen hat, Sieger der Challenge. Wir haben ja vorhin die Challenge gemacht, die Bike Challenge, und wir wollen natürlich jetzt von den Zuschauern wissen, wer von euch beiden
die Challenge gewonnen hat, wer von euch beiden die besten Bilder geschossen hat. Und ich habe hier eine kleine Story vorbereitet mit euren Bildern. Jesse, hier sind deine. Dürfen wir für uns selber stimmen, ja, oder? Ja, ich stimme sowas. Ihr habt sowieso nur eine Stimme, es werden mehrere Stimmen. Also von daher wird's. Ich habe 24 Fake-Accounts. Nein, war Spaß. Ja, also. Das ist die erste Umfrage unserer Challenge. Mhm. Unseres Travel Battles. Seid ihr bereit? Ja, sicher. Los geht's. Story. Stopp! Was denn? Was ist los? Du hast recht, Sam. Wir müssen noch dazu schreiben, wie lange sie Zeit haben. Wann ist denn Donnerstag 12 Uhr mittags? Morgen, oder was? Bei uns morgen früh um 6 Uhr. Da gucke ich dann drauf. Ich schneide mich jetzt erstmal selbst. Ey, stopp! Ich wollte das als erstes. Ich schneide mich jetzt erstmal selbst. Vom Allerbein schneide American selbst. Limited habe ich in der Story erwähnt. Mann, ich habe kein Info. Oh mein Gott, Sam führt! Zu 100%. Ja, wow! Boom! Mann, mein Handy geht nicht. Come on, Baby, ich hoffe, bitte. Ich hoffe, es ist kaputt. Nein, komm schon. Jo, gib mir mal einen Hotspot. Meine Sam-Fam, die mir folgen, weil ich einfach geil bin für euch. Ihr könnt jetzt auf America Unlimited gehen und entscheiden, wer die besseren Fotos hat, Jesse oder ich. Mann, halt die Backen. Ich bin wenigstens fair. So, ihr Lieben, ich gebe euch mal eben ein kleines Update über die Abstimmung. Bisher, hat sich wieder was getan. Bisher haben nämlich 65 Leute die Story gesehen und sage und schreibe 49 haben dabei abgestimmt. Also fast alle. Und es steht 27 für Jesse zu 22 für Sam. Aber ist dann leider noch alles drin, Leute. Stimmt weiter ab. Du musst mich mal ganz kurz supporten. Nur für 50 Minuten, dann musst du es sofort wieder rauslöschen. Aber ich muss diese Scheiße gewinnen, ja? Sonst darf ich wieder Jellybeans essen, die wie Kotze schmecken. Ich brauch dich. Ich brauch dich mehr als je zuvor. Du kriegst von mir alles, was du möchtest. Alles.